So, ist vielleicht der Typ in der Grube der Clown gewesen? Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, weil dann hätte der ja. Wäre der ja. Moment. Moment, wir kommen hier raus? Das wäre im Reich des Möglichen. Okay, interessant. Interessante These. Taktik, These, Käse, Käsethese. Ja, da ist was dran. Das Spiel kommt von Revolution Software, aber spielt sich schön rund wie viele der LucasArts Adventure. Ja, das stimmt. Vielleicht habe ich auch Monkey Island verwechselt, trotzdem tolles Spiel. Ja, also bisher auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das Werkzeug lag ja auch da. Eben, das stimmt. Das stimmt. Und der kommt nicht wieder, der Typ. Das ist das Interessante. Also. Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Halt, was war das denn? Hast du hier noch irgendwas? Ach, jetzt guck mal, jetzt können wir da reingucken, oder wie? Ach nee, okay. B. Todrick. Ich brauche mir zum Glück die Nummer nicht aufschreiben, weil sie steht hier drauf. Okay, dann können wir mal da anrufen und mal schauen, vielleicht kriegen wir irgendwelche Informationen über denjenigen, der die Jacke gekauft hat. Das wäre jetzt zumindest mein nächster Anhaltspunkt, was ich machen würde. Und beziehungsweise nicht nur würde, sondern auch tu. Dann rufen wir da mal an und gucken mal. Boss de la Police. Oh, danke für den Follow, Alex. Vielen, vielen, vielen Dank. Alex, the Kid, wahrscheinlich hier das Spiel, oder? Oder wovon kommt der Name? Es klingt sehr danach. Danke für den Follow. So, rufen wir mal an. Attacke. So, Rödel, Rödel, Rödel. T. Bodrick. Ne, B. B. Todrick. T. Bodrick. Ja, klar. B. Todrick, so rum. Dass er sich das gemerkt hat, ey. Hallo, wer spricht da? Hallo, ich heiße George Stobbart. Sie kennen mich nicht. Stimmt genau, Mr. Stobbart. Ich kenne Sie nicht. Also, was kann ich für Sie tun? Ich versuche, einen Ihrer Kunden ausfindig zu machen. Könnte ich vielleicht mal kurz vorbeikommen und mit Ihnen reden? Nein, nein, das ist völlig ausgeschlossen. Wieso? Okay, vergessen Sie es. Alles, was ich brauche, ist ein Name. Wovon reden Sie überhaupt? Für wen arbeiten Sie? Man könnte sagen, ich bin im Auftrag von Wahrheit und Gerechtigkeit unterwegs. Ah, Gott sei Dank. Ich dachte schon, Sie wären von der Polizei. Nee. Das Leben unschuldiger Menschen ist in Gefahr, Mr. Todrick. Und Sie könnten diesen Menschen das Leben retten. Sie sammeln für die Wohlfahrt, stimmt's? Nein, kein Gedanke. Alles, was ich von Ihnen möchte, ist eine Information. Nur weiter, ich lausche. Wo kommt das immer mit dieser Wohlfahrt her? Warum denken Leute alle immer, wenn man irgendwas Gemeinnütziges oder was Informationsbeschaffendes tun will, dass man das für die Wohlfahrt macht? Wo kommt diese Idee denn her? Ich weiß es nicht. Richtig ist von dem Spiel. Ah, okay, gut. Gut, 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 gut. Ich habe Alex the Kid nicht gespielt, aber der Name sagt mir auf jeden Fall was. So, weißt du was über diesen, wie hieß der, Kennen Sie einen Mann Plantard? namens Plantard? Nein, noch nie von ihm gehört. Soll ich Ihnen erzählen, was Plantard zugestoßen ist? Wie er kaltblütig ermordet worden ist? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich noch nie von einer Plantard gehört habe. Ich nehme mal an, Plantard hat Familie. Was meinen Sie? In Ihrem kleinen Apartment kocht Madame Plantard das Abendessen und sie lauscht auf das vertraute Geräusch, wie sich der Hausschlüssel ihres Mannes im Schloss dreht. Der Junior wartet darauf, dass sein Daddy heimkommt von der Arbeit. Er kann es kaum erwarten, ihm die guten Noten zu zeigen, die er heute in der Schule bekommen hat. Nur, heute Abend wird Monsieur Plantard nicht nach Hause kommen. Sie haben den Welpen vergessen. Was? Das treue kleine Hundebaby, das hechelnd auf die Stimme seines Herrn wartet. Vielleicht hatte er gar keinen Hund, was denken Sie? Ich kenne keinen Plantard und ich habe noch nie von einem Plantard gehört. Nichts von alledem hat irgendwas mit mir zu tun. Gut, okay. Er weiß auf jeden Fall, wie er sich gegen seine Argumentation, wie er sich da wehren kann. So, ja, weißt du, der Plantin, der hatte Kind, Frau und Familie. Ja, vielleicht hat er auch noch einen Hund gehabt, wer weiß das schon? So völlig sinnlose Argumentation, aber er hat gut dagegen gehalten. Also, fand ich gerade gut.
Super. Was wissen Sie über den Clown, der die Bombe im Café de la Chandelle Wert gelegt hat? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie da reden. Sie sind eiskalt, was, Todrick? Aber ich glaube, Sie wissen mehr, als Sie verraten. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber ich bin mir sicher, dass Sie nicht wissen, wovon Sie da reden. Das meinst Ich du? weiß ja nicht, ob Sie das nur sagen, damit ich glaube, Sie wüssten nicht, was ich meine, aber... Ach, das ist doch lächerlich. Hören Sie auf, Spielchen mit mir zu spielen, Todrick. Und ich sage Ihnen, ich weiß nichts von irgendeinem Clown. Okay, ja, die Dialoge sind einfach charmant. Das stimmt, also ist echt, das hat was. Das hat auf jeden Fall was. Das ist echt lustig. Wussten Sie schon, dass einer Ihrer Kunden zeitweise als Clown auftritt? Wenn ein Mann mit einer Pappnase und einer Torte im Gesicht glücklich ist, wo liegt da das Problem? Okay, also aus dem bekommen wir so gar keine Informationen raus. Na super. Danke, Sie waren mir keine Hilfe, Todrick. Aber er hat jetzt trotz alledem nicht nach dem Namen gefragt. Dachte, jetzt kommen Sie, sind hier der Clown. Ja, das wäre eine gute Antwort gewesen, das stimmt. Ja, gut, okay. Dann muss ich wohl mal mit hier der Dingens, mit der Redaktionsfrau hier reden, mit der Reporterin. Vielleicht kann die mir irgendwas sagen. Oder helfen. Bonjour, Collard. Ich bin's schon wieder, George Stobbart. Hi George, irgendwas Neues? Worauf du dich verlassen kannst. Ich habe einen Zeugen gefunden, der mit dem Clown gesprochen hat. Und ich weiß, woher der Mörder seine Anzüge bekommt. Kein Quatsch. Ich bin beeindruckt. Ja, hab ich's geschafft? War ja nicht einfach. Hör mal, warum kommst du nicht hier rüber in mein Appartement? Gerne. Wo wohnst du? Rue Jarrie Nummer 361. Okay, bin gleich drüben. Okay. Wir haben offensichtlich passende Informationen gefunden, mit der wir jetzt auf ein Café eingeladen werden. Gut, dann gehen wir mal zur Madame. Ich kann mir Namen nicht merken, sorry. Wir gehen zu ihr und trinken einen Kaffee. So, hier, Rue Jarrie. Stell schon mal den Champagner kalt. Ja, mache ich. Plopp. Also wenn du das mal durch hast und Teil 2 angehst, kann ich noch ein tolles Fanspiel dazu empfehlen. Fanspiel? Erzähl mal mehr. Weiß nicht, was du meinst, aber ja, du darfst gerne mehr dazu erzählen. Es ist weniger der Stil der Kleider, der mir ins Auge fällt, sondern die Preise. Von demselben Geld könnte eine verhungernde Familie für den Rest ihres Lebens schlemmen. Ich nehme an, dass Leute, die so ein Zeug kaufen, keine Probleme mit ihrem Gewissen haben. Broken Sword 2.5, da spricht sogar der gleiche deutsche Sprecher von George mit. Ah, okay. Das ist einfach nur ein Fanprojekt oder kriegt man das richtig als Release-Variante auf Disc? Oder Steam oder so? Das Fenster ist voll mit überteuerten Klamotten für überprivilegierte Frauen. Deponia habe ich schon gespielt, Alex. Deponia habe ich komplett schon durchgespielt. Da habe ich echt drauf gehechelt, dass dann immer die neuen Teile kamen damals. Also ich habe es halt wirklich zum Release direkt mitgenommen. Außer den ersten, den habe ich ein bisschen später gespielt. Aber alle Teile, die danach kamen, die habe ich echt zum Release gespielt. Die waren echt großartig. Also kann man wirklich auch nur jedem empfehlen. Ein kostenloses Fanprojekt. Ah, okay. Cool. Oh, hi. Hallo, Muttchen. Bonjour, Monsieur. Na? Soll ich Ihnen Ihre Zukunft voraussagen? Oh, nein, danke. Ich bin sehr gut und es dauert nur eine Minute. Trotzdem vielen Dank, aber ich bin nicht abergläubisch. Außerdem, wenn es nur eine Minute dauert, hat man ja nicht mehr sehr viel Zukunft vor sich. Gut, okay, gut gekonnt. Ich habe so das Gefühl, dass sie die Zigeunerin ist, weil man ja meistens so zumindest vom Klischee her sagt, dass Zigeuner irgendwie so ein bisschen, ne, mit Kristallkugeln und was weiß ich nicht, allem rumexperimentieren, rumhantieren. Das würde in dem Falle wahrscheinlich passen, dass sie das ist. Und sie häkelt hier gerade irgendwas, aber sie hat auch einen Blumenstand. Also, na gut, was hat sie denn für tolle Blumen? Beziehungsweise, was hat sie denn dazu zu erzählen? Kann man diese Blumen kaufen? Oui, Monsieur. Okay, ich nehme einen Strauß von den Weißen da. Das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun. Was? Nein? Das sind Lilien, Monsieur. Für manche Leute sind das Totenblumen. Danke für die Warnung. Was hast du denn noch für Blumen?
Was für Blumen haben Sie noch? Dahlien? Oh. Was bedeuten die? Unsicherheit. Ich will nicht, dass ihr einen falschen Eindruck von mir kriegt. Er möchte ernsthaft für die Redakteuse jetzt hier in Blumenstrauß mitbringen? Der verspricht sich doch irgendwas davon. Ich kaufe einen Apfelbaum. Ja, genau. Was besagt der denn dann bitte? Du hast immer was zu essen, du solltest aber nicht unter dem Baum sein, weil der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, dann kriegst du den Apfel auf den Schädel und dann ist auch vorbei. Also ist wahrscheinlich Apfelbaum auch wieder keine gute Idee. Kirschen hingegen. Du bist fruchtig. Fruchtig ist auch geil. Oh, schön. Was ist mit den hohen Gelben da? Das sind Iris, die Flamme der Leidenschaft. Und die kleinen Gelben? Sinnlichkeit. Die nützen mir nichts. Ich will auf sie Eindruck machen, aber ich will sie nicht überrumpeln. Du hast Dahlien gekauft. Ich weiß genau, dass du unsicher bist. Das geht mich gerade. Oh, herrlich. Oh, schön. Kennen Sie eine junge Frau, die Nicole Collard heißt? Ja, sie wohnt über mir, in dem Haus da drüben, auf der anderen Straßenseite. Hm. Die Tür ist nicht verschlossen, aber Sie müssen ihr einen kleinen Schubs geben. Sie klemmt, wissen Sie, wegen der Feuchtigkeit. Der Vermieter hat versprochen, sie zu reparieren, bevor der Winter kommt. Das verspricht er seit 3 Jahren. War denn schon mal Winter da gewesen in der Zwischenzeit oder klemmt die einfach nur so? Also offensichtlich haben sie einen feuchten Keller. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das Bild von der Frau ist, die ist zwar sehr grob pixelig, aber aus meiner Sicht sieht die ein bisschen was älter aus. Ich finde gerade, die Stimme passt nicht ganz so zu ihr. Die klingt eher wie so eine junge Frau, die, weiß ich nicht. Ich finde gerade, die Stimme passt nicht zu ihr, aber okay, das ist jetzt nur gerade meine Meinung. Wie lange wohnt Mademoiselle Collard schon hier? Ein paar Monate. Ihr steht eine böse Überraschung bevor, wenn das Wetter kalt wird. Was? Zugige Fenster, ungenügende Heizung. Es ist schwer, sich einigermaßen warm zu halten. Der einzige Grund, warum ich bleibe, ist die billige Miete. Ja gut. Ihre junge Lady, sie verdient was Besseres. Nase. Das gibt's doch gar nicht. Ja, okay. Ist doch nicht dein Problem, oder? Einfach eine Decke ins Fenster hängen. Das hilft schon ein bisschen. Ich dachte, Mademoiselle Collard sei eine erfolgreiche Fotografin. Nicht so erfolgreich, wie sie vorgibt, trotz ihrer feinen Kleider. Oh, ich habe schon gehört, wie sie sich nachts in den Schlaf geweint hat. Was? Das ist schrecklich. Verraten Sie aber nicht, dass ich Ihnen das erzählt habe. Sie ist stolz, die Kleine. Zu stolz, wenn Sie mich fragen. Okay, ich weiß von nix. Ihr wisst auch von nix, ne? Also, was ist denn das hier? Was ist das? Ist das eine Hand? Und? Ach, weil sie wahrscheinlich strickt oder häkelt oder sowas, ja? Ich hab's mir anders überlegt. Würden Sie mir die Zukunft voraussagen? Ah, okay. Gut. Sie gehen auf eine lange Reise. Ach nee, was für eine Überraschung. Können Sie mir nicht etwas erzählen, was ich noch nicht weiß? 10 Francs bitte, mein Lieber. 10 Francs? Das ist Wucher. Wenn Sie meinen. Na gut, hier nimm. Wie funktioniert das mit dieser Vorherseherei? Ich wusste, dass ich nicht immer nur Blumen verkaufen würde. Haben Sie sich jemals gefragt, warum Sie mit dieser Gabe gesegnet sind? Das ist so ähnlich wie Fernsehen. Manche von uns werden mit einer Antenne geboren. Was? Ich gehöre einfach zu diesen Glücklichen. Ich habe auch manchmal eine Antenne. Nur damit kriege ich keinen besseren Empfang. Können Sie wirklich die Zukunft voraussagen? Das wird die Zeit erweisen, Monsieur. Das Seltsame ist, mich selbst kann ich in der Zukunft nicht sehen. Andere Leute, kein Problem. Aber wenn ich versuche zu sehen, was mit mir geschehen wird... Nichts. Macht Ihnen das keine Angst? Manchmal. Ich denke aber, dass es sich dabei um eine Art natürlichen Sicherheitsmechanismus handelt. Entweder das, oder ich habe keine Zukunft. Was? Und die kommt nur raus, wenn nackte Schafchen daneben sind.
Fünf vielleicht. So, Clowns Nase. Erkennen Sie diese Nase? Non, Monsieur. Wie hätte sein können? Erkennen Sie diese Nase? Non, Monsieur. Sicher? Erkennen Sie diese Nase? Non, Monsieur. Gut. Es hätte sein können. Man weiß ja nie. Was sagen Sie zu diesem Werkzeug? Ist das etwas aus einer Zahnarztpraxis? Was? Nein, damit macht man Kanaldeckel auf. Ist was Ähnliches. Umwerfend. Genau, also das ist auf jeden Fall sowas Ähnliches, ne? Also womit man Kanaldeckel aufmacht, kriegt man wahrscheinlich bestimmt auch eine Kusche auf. Also das geht in die gleiche Richtung, das passt schon. Was können Sie mir über diesen Stoff sagen? Das ist sehr teures Material, Monsieur. Hm, okay. Was können Sie mir über diesen Stoff sagen? Mehr nicht. Das ist sehr teures Material, Monsieur. Okay, na gut, hätte sein können, dass er mir noch mehr darüber sagen kann. Wissen Sie etwas über dieses Taschentuch? Nein, nichts. Na gut, okay. Blumen habe ich jetzt trotzdem keine bekommen. Ja. Vielleicht komme ich später nochmal vorbei. Nicht vielleicht, Monsieur. Das werden Sie ganz sicher. Ja, okay. Na dann. Kann ich mir die Blumen noch angucken? Kann ich? Ich atme tief durch, um den Duft der Blumen zu genießen. Eine Überdosis Autoabgase ist aber alles, was ich davon habe. Bäh. Tolle Wurst. Das ist nicht gut. Noch irgendwas? Hier noch mehr Blumen? Nee, okay. Na gut, kann ich mir hier noch irgendwas... Da hinten kann ich mir noch was angucken. Was ist das, eine Wand? Es ist unmöglich, das fest verschlossene Gitter hochzuheben. Da ist ein Gitter? Okay, da ist ein Gitter. Gut, von mir aus. Noch ein Blumenladen? Das Obst ist nicht von Interesse. Es sieht staubig, verschrumpelt und einfach nur müde aus. Müdes Obst? Okay, gut, von mir aus. Das müde Obst. Wer kennt es nicht? Wer hat es nicht auch zu Hause liegen? Müdes Obst. Eine Schlafbanane und sowas. Klar. Ich erinnere mich an den Rat der Blumenfrau und drücke vorsichtig oberhalb des Schlosses gegen die Tür. Es war sehr vorsichtig. Bruch. Oh, schönes Apartment. Schick, schick. Aber hohe Decken. Deswegen kalt im Winter. Bonjour. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Wir waren doch per Du, oder? Ja, klar. Natürlich. So. Klar, nenn mich einfach George. Gut. Ich heiße zwar Nicole, aber sag ruhig Nico zu mir. Setz dich, George. Ich setz mich, sobald ich darf. Eh bien, wo bist du gewesen? Draußen. Ich habe die Abwasserkanäle unter dem Café untersucht. Ich dachte mir schon sowas. Ich habe so einen komischen Gestank gerochen. Danke. Der Clown ist durch die Kanäle entkommen und hat dort das Kostüm ausgezogen. Ich nehme an, er war in Eile. Er hat seine Jacke vergessen. Und? Ich habe die Telefonnummer seines Schneiders. Du hattest mehr Glück als ich. Glück, sagt sie. Glück? Ich nenne das harte Arbeit. Was ist passiert? Ich habe meine Fotografien dem Verleger vorgelegt, aber er hat sich nicht dafür interessiert. Glaubt man das? Er riet mir, die Story fallen zu lassen. Aber das wirst du doch nicht tun. Oh nein. Ich werde herausfinden, was hinter diesen Morden steckt. Weißt du, was ich glaube? Es ist eine Verschwörung. Die Polizei in drei verschiedenen Ländern hat sich wegen der Morde sehr zurückgehalten. Die Presse bringt sie nicht in Zusammenhang. Sie beschuldigen politische, religiöse oder militante Extremisten. Damit ist so ungefähr jeder verdächtig. Okay. Wow. Oh, vielen, vielen Dank für den Resub, lila Launebärchen. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Da gibt's ein Handherz dafür. Bitteschön. Kriegst du von mir. Und einmal Ausrufezeichen. Liebe in den Chat, bitte. Macht das jemand oder muss ich das machen? Ich mach's selber. Okay. Hier, guck da. So, bitteschön. Die Animationen rasen manchmal etwas ungewohnt. Ja, wenn man wahrscheinlich die PC-Version gespielt hat, dann ist das wahrscheinlich, vor allen Dingen, weil es halt ein offensichtlich beschissener Port ist, kann das natürlich sein, dass das dadurch dann ein bisschen rast. Das ist dann aber so. Oh, der hat einen Cooldown, der Befehl, deswegen. Entschuldigung, ich war dann wohl schneller. So, was ist denn das hier? Das sieht aus wie eine... Was ist das? Eine Tasche? Ein Hut? Ich habe keine Ahnung. Kann ich dein Telefon benutzen? Ah, ein Telefon. Klar, nur zu. Danke.
Wozu? Wen willst du jetzt anrufen? Sollen wir den B. Todrick wieder anrufen? Oder? Ich rufe sie mal selber an. Kann ich sie? Ach nee, ich kann sie nicht selber anrufen. Weil das Bild, was er hier daneben gemacht hat, so, das ist so geil. Einfach so, so Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Frau-Gesicht. Das ist so geil. Oh, okay, wir rufen diesen Heini nochmal an.